Schöne Sache. Gib Eddie seine 2000 Dollar. Geht klar. Was für ein Glück, dass da drüben auch schon ein Auto steht. In das wir jetzt direkt einsteigen können. So. Nein, du sollst schon knacken und so. So, einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Und schon ist die Karre offen. Lasst euch nicht stören hier, ihr Arbeiter. Das muss so sein. Heutzutage macht man seine Karren mit Dietrich auf. Das ist en vogue. Eigentlich gefällt mir die andere. Ach, scheiß drauf. Ich wollte jetzt nochmal anfangen, hier rumzuknacken. Die andere hat mir zwar besser gefallen und ist wahrscheinlich auch ein bisschen agiler gewesen, aber scheiß jetzt drauf. So. Die Frage ist, wo ist denn Eddie? Okay. Geht ja. Südliches Little Italy ist okay. Kann man relativ schnell bewältigen. Wir müssten eigentlich auch mal im Klamottenladen schauen, ob es da nicht was Neues gibt. Das mache ich vielleicht jetzt auch mal direkt. Komm, da schauen wir mal kurz. So. Ich hoffe übrigens, dass meine S-Laute nicht zu scharf gerade rüberkommen, weil ich momentan, dadurch, dass ich meinen Ständer noch nicht habe, den Popschutz nicht Abend hervorhängen kann. Was? Abend? Ist doch hell. Tag eher, oder? Das bitte ich zu entschuldigen, falls die S-Laute etwas zu scharf rüberkommen. Ändert sich dann demnächst, wenn dann irgendwann mal der Ständer auch da ist. Diese Qualität ist ihren Preis wert. Hemd mit Hose, nein, sowas. Was anderes haben die auch nicht? Ach doch, Lederjacke mit Hemd. Den haben wir schon. Den, also zumindest in einer Farbe haben wir den. Gut, Freizeitanzug. Nee, es ist doch schön draußen. Da können wir doch eigentlich wirklich mal Hemd mit Hose nehmen. Was ist das für eine Farbe? Sie haben Glück. Naja, das ist heute heruntergesetzt. Schauen wir mal. Ach, warum eigentlich nicht? Komm. Sind wir mal ein bisschen. Wobei, ich würde gerne mal das Rote ausprobieren. Wäre das dann eher alles? So ein Rot-Typ, oder? Naja, eigentlich nicht so. Aber wir bleiben jetzt mal einfach dabei. Komm, viel es ist Freude. Sommer. Ja, ja, danke, danke. Es ist Sommer, wir können auch mal nur im Hemd rumfahren. Wenn die kälteren Jahreszeiten kommen, dann können wir auch wieder schön ruhig bleiben, ja? Dann können wir auch wieder auf Trenchcoat und Hut umsteigen. Sehr gern sogar. Aber jetzt erstmal genießen wir die wilden 50er hier in legerer Kleidung. Legerer. Doch, das stimmt sogar. Klingt komisch, sollte aber stimmen. Ach, der fährt auch mal links rum. Die Sau. Der wollte umgefahren werden, der Papier. Nein, war gar kein Papierkorb, war ein Briefkasten. Das muss so sein, das ist die neue Art der Zustellung. Willkommen in den 50ern. So, das ist aber auch schon da. Ist das Freddy's Bar oder was ist das hier? Guten Tag, Herr Officer. Ach nee, stimmt, wir treffen uns ja bei diesem komischen. Nee, Maltese Falcon. Mal ein neuer Ort. Okay, ich dachte erst, es wäre dieses Dark Pony oder wie es hieß. Ach, keine Ahnung. Okay, schauen wir einfach mal drin nach. Und geben die Kohle zurück. Und? Hier das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Okay, geh nach Hause. Ich weiß nicht, ob Joe jetzt noch irgendwas mit uns machen will oder ob er. Okay, mit dem können wir auch gar nicht reden. Oder ob er jetzt, keine Ahnung, sich einfach in der Palme wedeln geht oder was weiß ich, was er vorhat. Auf Wiedersehen, Sir. Tschüss. Wartet mal, kann man hier eigentlich Kaffee kaufen? Was darf es denn sein? Kein Bier, bitte. Wein, Whisky, Brandy, Kaffee. Bitte, Sir. Sehr schön. Trink mal kurz was, denn uns geht's ja nicht mehr so gut. Ich weiß, wir könnten auch einfach zu Hause im Apartment was essen. Beehren Sie uns doch bald wieder, Sir. Aber man kann ja auch stilvoll einfach mal einen Kaffee trinken. Schade, jetzt ist die Karre hier weg. Die hätte ich gern genommen. Okay, nehme ich den da drüben? Ah, ne, da drüben ist ein Buller. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich bleib dann mal einfach bei dem Auto, das ich schon hab. Wir müssen ja jetzt keinen Stress hier machen. Keinen Beef anfangen mit der Polizei. Ich finde übrigens auch gut, dass man durch die Hecken durchfahren kann. Das gab's auch schon anders in anderen Spielen. Ist ja so, aber doch ein bisschen realistischer.
Wobei, so widerstandsfrei durchkommen ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist dann auch zu kompliziert, das zu realisieren, dass man so ein bisschen Widerstand hat, aber halt doch durchkommt im Auto, wenn man da reinfährt. So, schön um die Ecke gedriftet. Das geht ganz gut eigentlich hier im Spiel, muss ich sagen. Also die Fahrphysik gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Sind halt doch ein bisschen schwerfälliger, die Karten, aber ist ja auch logisch. Wir sind ja auch noch in einem relativ frühen Automobilzeitalter. Da waren die Kisten eben noch relativ schwer. Aber sind doch deutlich agiler als noch bei Mafia 1. Und mit denen kann man doch schon ziemlich gut driften und auch die Kontrolle behalten dabei. Moment mal, was ist das denn hier für eine... Was ist das denn hier für eine Markierung? Giuseppe! Ach, das war ja der Dietrich-Typ. Ja, ich erinnere mich. Ja gut, von dem brauchen wir jetzt auch nichts gerade. Ist aber interessant, dass der bei uns in der Nähe wohnt. Wir machen uns jetzt mal einfach auf nach Hause. Und was ist denn jetzt schon wieder für Kapitel 8? Wäre ja irgendwie nicht so spektakulär gewesen. Langsamer! Nö, nö, nicht langsamer, schneller! Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ihr wisst schon. Gut. Aber wir haben noch eine ganze Ecke, wie es scheint. Ich dachte eigentlich, wir wären schon fast da, aber es sind doch noch zwei Kurven. Na gut. Ich muss sagen, Empire Bay im Grünen gefällt mir doch schon weitaus besser als das Winterliche. Man kann es sich aber halt nicht aussuchen, ne? Gut. Einmal aussteigen. Die Karre brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der Garage, finde ich. So, oh, war ja gar nicht die Tür. Wo ist denn? Ach, da drüben war die Tür. Sowas. Welche Verwirrung. Na gut. Gibt's Post? Nein. Stehen hier eigentlich auch die Namen dran? Ja. Mal kurz gucken. Irgendwo müsste ja dann auch unserer dran stehen. Ich kann ihn aber nicht entdecken. Nee. Hm. Für uns gibt's keinen Briefkasten. So ein Ärger. Na gut, ich glaube, wir haben ganz oben gewohnt, ne? Ja. Aber hier müsste doch wenigstens unser Name dran stehen, ne? Ne, das ist ja auch gar nicht unsere Tür. Nehmen wir da einfach mal die. Was steht denn da? Ach, Vittorio Scaletta. Natürlich, es steht nicht Vito dran, sondern Vittorio. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ach, ich bin ja auch ein Held. Okay, dann gehen wir mal ins Bett. Und bis zum nächsten Tag. Kapitel 9. Balls and Beans. Uptown, 6. Mai 1951. Gut, wir gehen ans Telefon, sobald wir herausgefunden haben, wo unser Telefon eigentlich ist. Aber, ach ja, nein, nein, okay. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Klare Ansage. Das war's dann mit meinem Sonntag. Geh zum Maltese Falcon, um dich dort mit Eddie zu treffen. Ach komm, weißt du, gehen wir mal wieder schick. So. Aufmachen, oh. Polizei! Was? Oder machen wir uns auf den Weg, aber erstmal. Wir wissen, dass sie da sind. Schauen wir, was es hier gibt. Hey Jungs, was ist los? Ist die Polizei. Hey Freundchen, du behinderst hier polizeiliche Ermittlungen. Schwirr ab! Ich wollte ja nur wissen, was los ist, Mensch. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Ich glaube, das wird nicht allzu erfolgreich sein. Wenn Sie die Tür nicht aufmachen, machen wir sie auf! Machen Sie auf! Da stehen sie im Dunkeln. Okay, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas tut. Die Polizei. Letzte Aufforderung. Machen Sie die verdammte Tür auf. Aufmachen, Polizei. Ich glaube, das bleibt dabei. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir wissen, dass Sie da sind. Ist das dieselbe Putzfrau, die auch bei Joe sauber gemacht hat? Hier ist die Polizei. Man weiß es nicht so genau. Okay, dann ist hier wahrscheinlich das hier oben in der Mitte, unser Briefkasten, ne? Vittorio Scaletta, das könnte dort dran stehen. Ja, steht auch. Gut, wir haben also doch einen Briefkasten. Wichtig zu wissen, wichtig. Okay, und wir müssen uns mal einen
verdammtes Auto suchen. Schauen wir mal. In die Garage brauchen wir da, glaube ich, nicht zu schauen. So toll sind die Autos dort nicht. Eigentlich ist der ja ganz hübsch. Da vorne läuft so ein Bulle, aber weißt du? Ist mir egal. So, die Kiste schnell geknackt. Und schon ist sie unser. Los geht's. Los geht's. Ah, okay. Ja, zieht ganz gut an. Könnte mir gefallen. Mit der Lenkung muss man mal ein bisschen schauen, wie das bei den höheren Geschwindigkeiten ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da Probleme gibt. Aber jetzt erstmal fühlt sich eigentlich ganz gut an vom Fahrverhalten her. Okay, der fährt links, rechts rum, das ist gut. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt voll in den Rhein gerasselt, wenn der geradeaus weitergefahren wäre. Gut, gefällt mir das Auto. So einen würde ich mir auch holen. Vielleicht nicht gerade mit dem Türkis unten dran, das ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Ich finde eher so eine Vanille-Bordeaux-Kombination geil. Das konnte man bei GTA Vice City, war das glaube ich, konnte man das schön machen. Da gab es auch so eine Karre, die so zweifarbig war. Da ging das schön, also konnte man finden halt. Da war ja noch nichts mit Lackieren und so, das ist ja dann erst mit San Andreas gekommen. Aber wenn man da ein bisschen geguckt hat, hat man also solche Karren noch gefunden, die sahen ziemlich schick aus. Dort hatte ich ja auch, muss ich sagen, waren eigentlich so ziemlich meine Lieblingskarren, die kubanischen. Oh fuck. Oh, der Motor ist kaputt. Die kubanischen Karren, ich bin gerade total abgelenkt gewesen. Dieser Typ hat mich jetzt total versaut. Okay, nee, ich nehme eine neue Karre, glaube ich. Ist mir doch da ein bisschen zu heikel, mit der weiterzufahren, auch wenn ich den Motor reparieren kann. Oh, der ist aber ganz nett hier, oder? Warte mal. Torster, verdammt. Den finde ich gut. Der gefällt mir. Geh mal her. Nicht schießen. Nee, nee, keine Sorge. Ist das ein Leichenwagen? Oh ja. Naja, warum nicht? Kann man mal machen. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Wenn man irgendwie schnell sein will, wenn man gut um die Kurven kommen will, wie auch immer. Aber hat Stil, hat Stil. Und der Herr hinten drin oder die Dame hat noch mal eine letzte Freifahrt. So. Wir sind ja bloß noch. Wir müssen ja bloß noch geradeaus fahren eigentlich. Müssen wir uns dann hier vorne gleich nochmal eine neue holen, glaube ich. Warte mal. Ich hole mal den Grünen hier. So, Türkisen. So. Den stellen wir mal hier ab. Ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen schneller als der Leichenwagen. Oh, falsch Tasten gedrückt. Ist halt blöd, ich sehe jetzt nichts mehr an Tasten. Ne? Ich muss das jetzt immer nach Gefühl machen und dann kann es passieren, dass man mal auf die Nebentaste drückt. Passiert. So, einmal zurück und einmal vor. Und bitte etwas langsamer hier, der Herr. Die erste Mal damit. Na gut, was soll's. Ich weiß, ich hätte gucken müssen nach hinten. Schulterblick und so, ne? Aber wir nehmen das mal nicht so genau damit hier in dem Spiel. So, der Bulle will hoffentlich nichts von uns. Nee, der LKW lässt uns auch noch durch. Schön. So, diesmal fahre ich mal erst auf der richtigen Spur und ziehe dann hier herum. Das geht ja hier zum Glück ganz gut. So. Reicht. Ich drücke immer auf die Hupe, anstatt auszusteigen. Naja. Was soll's? Wir sind da. Mal schauen, was es denn so Dringendes gibt. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito. Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los?
Ein Auto mit drei unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Garino was damit zu tun hat. Wer sind die drei? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er da mit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Warte vor Freddy's Bar auf Luca. Naja, so eine richtig schnelle Karre haben wir jetzt eigentlich nicht. Und artilleriemäßig weiß ich nicht. Hat er jetzt irgendwas automatisch mitgenommen? Was bist du denn für eine? Der creepy Vergewaltiger hier. So sieht er zumindest aus, dass er aber gleich seinen Mantel aufmacht. Ich weiß auch nicht. Na gut, aber muss reichen. Mal schauen. Fahr weiter, fahr weiter. So, fahren wir mal wieder durch die Büsche. Noch geiler wäre natürlich, wenn man auch Spuren im Gebüsch hinterlassen würde. Dass er an der Stelle halt auch einfach mal die Hecke fehlt. Das wäre eigentlich ganz witzig. Gut, okay. Freddy's Bar sollte ja nicht so weit weg sein, denn wir sind ja, glaube ich, jetzt auch schon in Little Italy, ne? Und mal schauen, vielleicht wird ja auch alles ganz anders, als das uns jetzt aufgetragen wird, denn Luca Garino, wir kennen ihn ja. Und vielleicht ergibt sich da ja irgendwas mit ihm. Ich meine, er war zwar ein ziemlicher Schleimbeutel, aber wer weiß. In dem Fall haben wir jetzt mal den Don der Falcone-Familie kennengelernt und kommt mir das nur so vor, oder ist da ein bisschen Robert De Niro in den eingeflossen? Ich meine, diese Warze, die er da im Gesicht hatte, die sah mir doch schon irgendwie, oder das Muttermal, die sah mir doch schon irgendwie sehr nach Robert De Niro aus, ne? Gut, von der Kopfform her nicht so ganz, da hat De Niro wahrscheinlich einen eckigeren. Lukas Wagen? Aber egal. Oh, der könnte mir gefallen. Wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Oh je, das liebe ich ja sowas. Na gut, machen wir uns auf den Weg. Versuchen ein bisschen Abstand zu halten. Dürfen ihn aber natürlich auch nicht wegfahren lassen hier. Gut, dass es die Bullen nicht interessiert, wenn wir irgendwelche Verkehrsschilder umnieten. Okay, der hat schon einen schnellen Fahrstil drauf. Aber es soll mir recht sein. Also wenn es so bleibt von der Geschwindigkeit her, ist es okay. Ich weiß auch nicht, wie nah wir ran dürfen. Das ist auch so eine Sache. Scheint aber noch in Ordnung zu sein, so. Ich meine, an sich ist es auch albern, ne? Also, dass man in Spielen immer so einen wahnsinnigen Abstand einhalten muss. Vor allen Dingen ist es auch geil, in manchen Spielen ist es ja auch, da war auch, ich glaube bei GTA San Andreas war das, da kommen dann diese absurden Situationen, schon wieder ein Leichtwagen, Mensch. Da kommen dann auch diese absurden Situationen, dass die Leute, die beschattet werden, an der Ampel stehen und du bleibst 10 Meter dahinter im Nichts stehen. Das war mein Auto! So wie wir auch jetzt im Nichts stehen bleiben müssen. Aber eigentlich ist es viel unauffälliger, wenn man einfach sich direkt dahinter stellt, weil sowieso niemand auf die Idee kommt, im Rückspiegel sich die Leute anzugucken, die in der Karre dahinter sitzen. Wohin fährst du, Luca? Muss man also sagen. Riverside? Und gerade auf einer dicht befahrenen Straße reicht's, wenn man zwei Wagenlängen dahinter ist. Also wenn da vielleicht noch ein Wagen dazwischen ist oder so, dann sieht man das definitiv nicht mehr, wer einen verfolgt. Aber gut, in Spielen und in Filmen muss es halt immer so sein. Das war jetzt total unfair gerade. Och Mensch, jetzt lass mich doch mal hier rum. Alter, willst du mich verarschen? Ich verliere ihn. Ja, ich weiß. Schneller, sonst ist er weg. Halt die Klappe. Ich darf ihn nicht verlieren, ich muss näher ran. Ich bin doch schon dabei. Bruce Keys Schrottplan. Ich verliere ihn. Mensch. Scheiße, er ist weg.
Das kann ich jetzt vergessen. Ach, fick dich doch, weißt du. Das war ja gerade absolut mies. Also erst fährt er mir noch im Weg rum und dann fährt noch einer von hinten rein und dann dreht. Wirklich. Hätte man den Speicherpunkt nicht ein bisschen besser setzen können. Okay, wir sehen uns zur Verfolgungsjagd wieder. Bis gleich.